Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Die sind immer noch essbar. Und heute habe ich vor... Oh, macht man das nicht aus? Heute habe ich vor, ein bisschen die Planung oben hier weiterzumachen. So, wir machen uns jetzt eben schnell das Fleisch hier rein. Hier neben unten noch was trinken. Treppe müssen wir auf jeden Fall anders machen. Fällt mir immer noch nicht so, wie die ist. Wind hier ist auch krass. Das müssen wir definitiv anders machen. So, das müsste jetzt fertig sein. Ja. Nice. So, aktuell kommen wir noch nur über den Fahrstuhl hoch, aber hier. Die Tür mal offen bleiben. Ja, sieht von der Höhe passend aus. 256 Baumstämme brauchen wir gleich auf. Oder was heißt gleich? Für diesen Plan hier. Hallo. So. Und hier haben wir ja schon ein bisschen was vorgeplant. Also hier kommt der erste Turm. Ach, hier können wir ein Fenster machen. Und hier noch ein. So. Hier machen wir überall ein Fenster rein. Dass zumindest von da immer was sichtbar ist. Hier machen wir noch ein Fenster rein. Komm. Das Ding kriegt, weil das ja Haupt, eines der Haupttürme ist. Machen wir hier Fenster rein. Dann soll hier ebenfalls noch eine Tür hin. Dann bauen wir, fangen da hinten an. Hier. Warte mal. So. So. Ja, hier machen wir eher mehr in diese Richtung. Ja, und dann hier machen wir. So. Dann kommt. Nee, nicht ist das. Und hier kommt dann auch noch ein Fenster. Hier an der Seite kommt dann keine Mauer hin. Aber was ich überlegt hatte, wenn hier ja wieder eine Mauer hinkommt, beziehungsweise hier wieder die nächste Turm, der nächste Turm. So, müssen wir wieder tauschen. Fängt ja hier an. Ja, und ja, den machen wir mal hier. Und komm. Und hier wieder eine Tür. Und hier kommt auch noch mal eine Tür. Kommt hier ein Fenster, da ein Fenster. Kann man hier von den Dingern einmal so sowas in der Richtung machen und hier auch noch mal so ein Pfeiler oder Pfosten oder wie auch immer. Dann machen wir den ja hier so. Komm,
Perfekt. Dann müssen wir von hier noch nach dahin. So, und oh, die ganze Kohlensäure kommt bei mir immer wieder hoch. Und so. Dann haben wir hier wieder so einen kleinen Durchgang. Dann machen wir hier wieder ein Fenster. Noch ein Fenster. Und noch ein Fenster. Hier nochmal eins. Und hier nochmal eins. Hier brauchen wir keins. Denn wenn wir hier jetzt eins machen würden, genau am dem Ding hier. Ach, wir können die Türen umdrehen, so von wo? Der ist richtig. Der hier ist auch richtig. Oder? Ja, der ist auch richtig. Der hier ist richtig. Oder? Der richtig? Nee, der ist nicht richtig. Ja, jetzt ist er richtig. Jetzt immer noch nicht richtig. Das muss auf die andere Seite. Das muss ebenfalls die andere Seite. Ja. So einfach kann man die Dinger drehen. Hätte ich das nur früher gewusst, dann hätte ich unten auch nie so einen Mist gebaut mit den Dingern. So, wir sind aber auch jetzt schon bei 308 Baumstämmen. Schon wieder. Allein für das hier schon. Und den Turm, den wir planen, da hinten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hier, eins, zwei, drei, vier, fünf. Das muss wieder hier sein. Obwohl, wir können hier mal einen größeren, so ein Hauptgebäude machen. Lassen wir den von hier. So. Das hier ist hierhin. Und wenn wir ein kleines bisschen mehr machen, sagen wir mal bis hier. Hierhin. Hallo? So. Dann können wir den. Dann haben wir hier und hier ein Fenster und hier ein Fenster. Hier wieder. Können wir hier wieder Fenster machen.
So, schon nice, finde ich. Bauen wir hier ebenfalls noch mal so eine Mauer bis da vorne hin. Und da. Ah, der wird ein bisschen breiter. Okay. Habe ich auch Fenster? Okay. Habe ich bei dem hier Fenster? Ja, wir haben ein Fenster. Das wird das Hauptgebäude sein dann. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier haben wir 2,5. Das heißt, dann da wird es auch wieder 5 geben. Beziehungsweise 4,5. Hoppla, jetzt habe ich C gedrückt. Wir brauchen hier wieder die Türen. Dies. Sagen wir mal bis hier hin. Und bis hier. So. Machen wir mal ein bisschen anders. Machen wir den mal ein bisschen so. Hier hin. Und hier. Bis da. Ja, dann können wir. Nein. Da. Und hier wieder ein Fenster. Hier nochmal ein Fenster. Und hier nochmal eine Tür. So. Und dann von hier nach dahin. Ist hier. 398 Baumstämme brauchen wir hierfür. Oh Gott. Aber wir wollen da vorne auf das Ding hier zu haben. Oder was heißt zu? Also, dass hier nur von hier was reinkommt. Ja, dann können wir das hier auch komplett als Mauer machen. Hier, hallo? Und dann so. Bis dahin. Oh, dann haben wir's. Dann kommt aber auch nur hier eine Tür hin. Muss hier ebenfalls noch ein Fenster hin. Hier muss noch ein Fenster hin. Hier kommt gar nichts rein. Hier kommt noch ein Fenster. Hier kommt noch ein Fenster. Fenster. Ein Fenster. Da kommt keiner hin, aber hier.
So, 418 Baumstämme. Wird wieder ein Monster projektiert. Ja. Die Frage, ob wir das auch schaffen. Aber dann kann man hier zum Beispiel auch so diese Wasserfänger hier planen, so was Schildkrötenpanzer angeht und so. Können wir da vorne eigentlich machen? Oder? Und wir kriegen so viele Schildkrötenpanzer, die können wir hierhin machen. Wir haben schon wieder Hunger. Und es ist verdorben. Nice. Wir dürfen noch mal wieder rüber schippern. Essen holen. Den schmeißen wir mal weg. Diesmal, was Soda und Snacks angeht, werden wir so sparsam sein. Weil die Dinger, die brauchen wir, wenn wir in den Höhlen sind. Deswegen habe ich den Plan, was die Wasseraufbereitung da angeht, dass wir da oben jede Menge hinpacken. Und dann so auch noch Gärten bauen und so weiter. Dass wir auch Dinger hier selber anpflanzen können. Dass wir hier oben komplett auf uns, also dass wir uns komplett selbst versorgen können, was alles Mögliche angeht. Dass wir Wasser haben. Und so. Warte mal, wir haben ja hier so einen Trinkschlauch. Bewahrt Wasser auf. Frage, die ich mir stelle, ist, wie viel Wasser können wir da reinpacken? Und wie viele Trinkschläuche können wir eigentlich haben? Na, da sind die wieder. Bin am Überlegen, die gleich zu attackieren. Mit dem Bogen. Dann hätten wir wieder Knochenrüstung. Vor allem auch die Mollys und so weiter. Da will ich auch sparsam sein. Klar, wir haben jetzt hier Mollys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn ich richtig gezählt habe, haben wir 9. Und wie der Kollege mir auch gesagt hatte, die werden gerade für die größeren Gegner unglaublich bedeutend werden. Ah, hier wachsen die langsam wieder komplett nach. Ich brauche jetzt eine Schildkröte. Da hinten sind sie. Naru? Naru? Hey. Ja, erwischt. So, dann machen wir uns jetzt was zu essen. Wir schmeißen gleich beide rein. Hier nicht noch irgendwo einer?
Komm, ich schmeiß Geld rein. Ah, Essen ist fertig. Kommen keine mehr? Egal, dann kümmern wir uns morgen drum. Ich würde sagen, wir schippern wieder zurück. Und arbeiten an der Planung weiter, beziehungsweise gehen erst einmal schlafen. Und das ist aber schon komisch, dass jetzt keine mehr kommen. Habe ich so viele getötet in letzter Zeit oder wie? Sind die jetzt ausgestorben? Das wäre jetzt blöd, wenn die jetzt ausgestorben wären. So, sorry. Ja, aber wir müssen auch mal mehr Fallen bauen. Müssen wir aber auch mal die ganzen Fallen genauer ansehen, welches davon was macht und so. Und dann mal schauen. Entschuldigung. Dann, was wollte ich jetzt sagen? Wir sind den Faden verloren. Ah ja, genau. Die Fallen aufbauen, so testen, was macht davon welchen Schaden oder welche Funktion hat welcher. Welche Falle und dann dadurch. So, jetzt müssen wir was trinken. Und dadurch dann. Ja, schauen, welches davon wir am häufigsten benutzen. Da haben wir auch Knochen und Schädel und so weiter farmen können. Damit wir hier oben bei uns im Lager. Obwohl, wir könnten eigentlich auch schon ein Lager planen, was wir da reinbauen. Wir haben ja die Etage schon fertig. Ich würde sagen, hier macht es Sinn, wenn wir hier auch noch eine Wand hinbauen. Okay, ich will das hier. Das ist das von hier. Ja. Hier hingeht. So. Weil hier ist ja auch markiert, wo man rein und raus gehen soll. Genauso wie oben. Auch von den Dingern, von den Balken her. Und unten ist komplett frei, wo man reingeht. Hier ist es auch noch mir viel zu dunkel. Noch. Muss ich noch Licht machen, auf jeden Fall. So. Und schlafen. So. Und wir haben wieder Hunger, natürlich. Wir schippern auch gleich los und holen uns ein paar Schildkröten in der Hoffnung, dass da welche sind. Beziehungsweise wir machen das in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und
Ciao.